Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ich bin der Christian und heute habe ich zwei Anhänger aus dem Hause MiniArt für euch mitgebracht. So, und die hören auf die Nummer 35436 der G518 US 1 Tonnen Cargo Trailer mit dem Spitznamen Ben Hur. Das liegt an dieser Bauweise, so wie der aussieht, und mit diesem Gitter. Das sieht halt aus wie bei dem Film damals Ben Hur, wo er da halt diese Szene hat. Deswegen der Name Ben Hur. Wir haben hier insgesamt 6 Spritzlinge plus Ätzteile. Wir haben 18 Baustufen, 4 Dekel- und Bemalvorschläge und zu einem Preis von 15,95 €. Das würden wir uns jetzt einmal angucken. Und der zweite Bausatz, den stelle ich dann gleich vor. Aber ich würde sagen, wie immer machen wir das eins nach dem anderen. Ja, die Firma MiniArt, die beglückt uns hier dankenswerterweise wieder mit einer großformatigen Anleitung, die, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, auch gerade so hineinpasst. Sehr löblich das Ganze, sehr schön. Da haben wir hier nochmal die Highlights, die dieser Bausatz vor sich hält. 4 Dekeloptionen, dass die Ätzteile mit dabei sind. 2 Bolt-Up Options, also es sind 2 Varianten daraus möglich, die man hier herstellen kann. So, und da gucken wir uns das an. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die Firma MiniArt hier, ich zeige es nochmal, seit einiger Zeit mit der Firma Cartograph zusammenarbeitet. Ich persönlich begrüße das sehr. Meines Erachtens sind das tatsächlich die besten Abziehbilder, die man für Geld kaufen kann. So, in 6 Sprachen insgesamt etwas zu den B- und Verarbeitungshinweisen. Dann hier die Teilübersicht und auch die sehr großformatig gehalten. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar noch ein Stückchen Kette. Die habe ich eben bei der Vorstellung unterschlagen. Dann sind hier die Ätzteile schön in güldener Farbe dargestellt und so weiter und so fort. Piktogramme finden wir auch hier und wieder in 6 Sprachen dann, was das Ganze dann bedeutet. Die Bausätze von MiniArt sind immer relativ kleinteilig. Das hat einen Vorteil und das hat auch einen kleinen Nachteil. Der riesengroße Vorteil ist, dass wir eine Detaillierung haben, wie sie, ja, ich sag mal, wie man sie sonst nicht kennt. Die ist schon wirklich super. Also da sind Teile dargestellt, Bolzen, Gravuren, was auch immer. Also ist wirklich super dargestellt, sehr aufwendig das Ganze. Der Nachteil ist, dass es doch schon ein bisschen aufwendiger ist mit der Produktion, dass wir hier einige Bauteile haben und dass die Bausätze nicht ganz so Anfänger geeignet sind, da doch relativ viele Baustufen dann bzw. Bauteile zum Erfolg führen. So, wir haben insgesamt 4 Dekel- und Bemalvorschläge und das ist wirklich querbeet. Wir haben hier italienischen Kriegsschauplatz 1943, dann US Army Europe 1944 bis 1945, das ist ein bisschen allgemeiner gehalten. So, und dann haben wir hier US Navy in den 1940er Jahren und hier zweite, jetzt muss ich erstmal gucken, zweites australisches Korps Bougainville Island, Januar 1945, weil auch durch das Land und Lease haben die benachbarten oder befreundeten Parteien der Amerikaner natürlich dann auch etwas geliefert gekriegt. Also insgesamt sogar 4 verschiedene Farben, die da angegeben worden sind, weil diese Farbe unterscheidet sich doch ein bisschen von dieser mit dem Farbthema, Schema, und dann hier auch das Ganze nochmal genauso wie hier von der Navy. Die Farbtöne, die sind von 1 bis 8 angegeben, ein bisschen klein. Ich halte sie gleich mal in die Detailkamera. Da haben wir nämlich auch ein buntes Portfolio. Hier kann man sie sehen. Ein buntes Portfolio an Farbvorschlägen aller gängigen Farbhersteller. Das ist auch etwas, was sich MiniArt auszeichnet. Die haben nämlich wirklich viel, viel Arbeit da reingesteckt, diese Farblisten herzustellen. Und ich spreche da echt aus eigener Erfahrung. Das muss man ja auch alles erstmal machen. Ein bisschen Platz im Karton ist schon. Das ist aber auch wiederum nicht schlecht. Die Firma MiniArt hat diverse Standard-Kartongrößen. Daher resultiert das soll keine Mogelpackung sein oder da ist jetzt irgendwie ein Bausatz von verschwunden, sondern das liegt tatsächlich wirklich daran, dass Geld und Zeit gespart wird, indem man einfach auf standardisierte Größen zurückgreift. So, die Reifen, die zweimal beiliegen, ist natürlich klar für links und rechts. Die werden wieder aus 2 Bauteilen, wie man schön sehen kann, hier zusammengesetzt. Das soll ganz gut passen. Ich habe bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Dann wird hier die Narbe noch ergänzt. Und Herstelleraufdrucke auf den Flanken, die können wir hier sehr schön sehen.
sehr schön umgesetzt, gefällt mir richtig gut und auch das Profil ist sehr schön ausgebildet. Was mir wiederum nicht ganz so gut gefällt, wir haben hier jeweils 4 Angustellen und gerade bei diesem inneren Ring hier, da kann man das schön sehen, da muss das natürlich dann entfernt werden, da muss man super aufpassen, weil wenn ihr da ein bisschen, ich sag mal, ins Fleisch schneidet, macht das in dem Fall schon was, weil wir da natürlich die Felge, die muss das da schön schmatzend reinpassen, sonst sieht man es am Ende und dann wäre das ein bisschen, ja, unschicklich. So, wobei unschicklich jetzt nicht das Verhalten ist, sondern natürlich dann das Aussehen gemeint ist. Kleine Bauteile, das habe ich vorhin schon gesagt, aber wie gesagt, guckt euch hier mal die Flut an Details und an Gravuren an, die ist wirklich sensationell gut, also das macht MiniArt wirklich wie keine zweite Firma fast, das ist von der Detaillierung richtig, richtig gut, gefällt mir immer sehr, sehr gut und hervorragend, wie gesagt, wird natürlich dadurch erkauft, dass wir relativ viele kleine Bauteile haben, also deswegen muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man zu einem Mini-Bausatz greift, aber das Ergebnis, und das kann ich euch auch versprechen, am Ende des Tages, das ist wirklich schmalzig, wunderbar, gut wiedergegeben. So, dann sind hier die Holzteile, die verbaut werden können. So, und da haben wir auch schon diese 2-in-1 Option. Man kann das praktisch mit der Vergrößerung oder Erweiterung der Ladefläche bauen oder man baut das halt ohne. Das ist diese 2-in-1 Option. Dann lässt man natürlich diese Holzteile weg. Das ist ja auch klar wie Kloßbrühe. Aber wenn man jetzt größere Sachen oder längere oder höhere Sachen transportieren würde, dann wäre das natürlich von Vorteil, wenn man diese Bauteile hat. So, ein Verdeck oder ähnliches ist nicht mitgegeben. Wüsste ich jetzt auch nicht, dass da ein 2 gewesen ist. Aber sollte das so sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Da bin ich natürlich immer gespannt wie ein Flitzebogen. So, der eigentliche Body, der ist hier. Und da kann man auch mal sehen, wie ungefähr wie groß das Ganze ist. Da kommt dann natürlich noch vorne das Deichselstück dran. Aber das hier ist dann die eigentliche Ladefläche von dem Bausatz. Wir haben ja, wie es aussieht, keine Holzbauteile, sondern das sieht tatsächlich nach Stahl aus, beziehungsweise nach Blechteilen. So, und hier auch das Augenmerk auf die aufgeprägten Details zu lenken. Die Blattfedern sind hier schon mit dran montiert. Das ist natürlich wieder anwenderfreundlich. Das können wir uns also sparen, diesen Arbeitsauftrag durchzuführen. Wir haben hier keine Auswerferstellen. Das Ganze wird dadurch allerdings erkauft, dass, wenn man hier guckt, dass wir hier eine Vielzahl von Auswerferstellen bzw. von Angussgüssen haben. Da müssen wir natürlich ein bisschen nacharbeiten. Aber wie immer, und ich predige das ja immer wieder bei jeder Vorstellung, fasst euch ans Herz, investiert in gutes Werkzeug, nämlich gerade das Detail mit den mit einem guten Werkzeug, da ist wirklich die Hälfte des Baus schon mitgegeben. So, kleiner Ätzteilsatz. Ich versuche das hier mal ein bisschen einzublenden, so dass man das nicht sieht. Relativ dünne Platine. Da sind einige Sachen bei. Das sollte eigentlich kein überfordern, auch ein Anfänger nicht. Ätzteile sind immer mit Sekundenkleber zu kleben. Ich würde sie gegebenenfalls noch anschleifen. Hat einfach den Vorteil, dass Farbe, Kleber und so weiter dann immer besser hält. So, hier haben wir ein kleines silbernes Kettchen, kann man schön sehen. Das dient als Befestigung sozusagen, als Reißkette. Ich denke mal, dass der da ist er runtergefallen, dass der Auflauf gebremst ist. Sieht auf jeden Fall so aus oder die Kette deutet darauf hin. Und zum guten Schluss haben wir hier noch ein kleines feines Abziehbilderböckchen, die halt die Varianten wiedergeben, die ich euch vorhin bei den Farbprofilen vorgestellt habe. Eingangs habe ich das schon erwähnt, das sind Farbprofile bzw. das sind Dekels der Firma Kartograf. Meiner Meinung nach ist das wirklich das Beste, was man so seinem Modell antun kann, weil die Farbdichte der Pigmente, die ist wirklich tippitoppi. Da kommt kein Eduard mit, da kommen wirklich keine anderen Firmen mit. Ich bin immer hellauf begeistert, wenn ich diese Artikel verwenden kann. So, den zweiten im Bunde,
Den möchte ich euch natürlich auch vorstellen. So, und da haben wir einen Wasserbüffel. Hier ist er. Und zwar hört er auf die Nummer 35458 DG 527 250 Gallonen Water Trailer, also ein Wassertransporteur haben wir hier. Water Buffalo, da ist der Name schon Programm. 6 Spritzlinge plus Erdzeile, 14 Baustufen, 5 Nickel-Varianten und das Ganze ein ganz bisschen teurer, ist für knapp 19 Euro zu erhalten. Und was wir für die teuer verdienten Euronen erhalten, das will ich euch natürlich zeigen. Wir starten, wie hier auch gegeben, mit einer Anleitung, die ähnlich aufgebaut ist wie, oder exakt so aufgebaut ist, natürlich mit anderem Inhalt. So, da haben wir auch hier wieder die Teilübersicht, die Wartungs- und Bearbeitungshinweise. Auch hier ist wieder ein Kettchen dabei. Dann haben wir, übrigens sind das 40 mm, ich habe vorhin Zentimeter und gedacht, oh, wo ist denn der Rest? Aber gut, habe ich mich ja doch nicht wirklich. Ja, hier ist der gleiche Aufbau, der dürfte dann identisch sein. Und hier kommen wir dann zum eigentlichen Wasserbehältnis, wo die 250 Gallonen reingehen. So, und das ist gar nicht mal so wenig. Eine Gallone sind, glaube ich, 3,5 Liter oder 4. Also ist schon relativ viel. Also wir reden hier von ungefähr 1000 oder an die 1000 Liter, die hier reingehen. Und der Hersteller hat sogar dran gedacht und Schlauchmaterial hier mitgegeben, was man dann hier deponieren kann. Schlau, 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 sage ich da nur. Genauso wie hier einige Anbauteile, die dann alternativ genommen werden kann, um das halt an einen LKW, an einem amerikanischen oder einer aus dem alliierten Kreis dann ranzuhängen. Hier haben wir auch wieder eine lustige Auswahl. Hier sogar Hawaii 1949, dann hier eine unbekannte Einheit 1943 in Italien und dann kommt es gleich knüppeldicke. Da haben wir nämlich hier gleich dreimal die gleichen Farbangaben. Europa 1944-45, dann haben wir hier unbekannte Einheit von einer medizinischen Garnison, hätte ich beinahe gesagt, von einer Einheit 42 bis 45, das ist wohl identisch und hier in den 1950er Jahren in Deutschland und unten auch wieder die Farbangaben, also da hat Mini Art richtig das Krachen lassen bei der Auswahl der verschiedenen Abziehbilderbogen, ganz nett gemacht, ein bisschen nicht ganz so schön, wie ich immer finde, ist, wenn da unbekannte Einheit steht. Aber es ist manchmal echt eine Krux, da auch das Passende zu finden. Insofern sollte man da nicht ganz so nölig sein. Hier das Gleiche mit dem Karton, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Dann kommen wir auch mal zum größten der Spritzlinge. Da ist ja das Wasserfass. Ja, da hat sich nicht viel dran geändert. Wer zu Hause einen größeren Garten hat oder auch mal irgendwo auf dem Bauhof, Gärtnerei oder so gearbeitet hat, der kennt die Dinger. Also da ist wirklich, hat sich nicht viel verändert. So, von der Detaillierung, von den Gravuren macht das wieder einen hervorragenden Eindruck. Wir haben hier keine Singstellen. Es ist alles so schön wiedergegeben, wie es sein soll. So, also die ganzen Bauteile sind sehr schön dargestellt. Gefällt mir richtig, richtig gut das Ganze. So, da kommt dann das Bett sozusagen, wo dann die einzelnen Sachen montiert werden. So, und hier der Schlauch, das war so mein kleines Highlight. Finde ich richtig gut, die Wicklung kann man schön XF85 nehmen von Tamiya, das ist ja dieses diese Reifenfarbe, womit halt das Gummi schön dargestellt werden kann. So, für vorne haben wir für das Spornrad haben wir hier das hier und das kommt in zwei Varianten, einmal die gummibereifte oder als Metallrad, Metallreifen und auch das ja, ist ganz geschickt gemacht. Ich zeige euch nämlich mal was. Und zwar sind die Jungs von Mini Art und die Mädels nämlich richtig schlau. Ihr seht nämlich hier dieses Bauteil und das ist gar nicht beschädigt. Das erlaubt die Möglichkeit, dass man ohne oder wenn, ihr kennt das schon, ihr habt einen LKW gebaut, da habt ihr dann bei der Anhängerkupplung, habt ihr das Bauteil schon fest montiert. Man kriegt es ja gar nicht mehr rein. Was macht man denn? Und da hat Mini Art hier die Lösung. Die haben einfach ein Teilchen weggelassen und dann kann man das da reinklipsen, kann man das da so ein bisschen reinwürgen, den Lurch. Und dementsprechend muss man da nicht irgendwie dann am Modell rummachen, sondern man kann es da gleich schön verwenden. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Idee, die auf jeden Fall darauf hinweist, dass dieses
ja, Problem bekannt ist und dass nicht jeder Modellbauer gleich vorausschauend das eingeplant hat. Finde ich sehr schön umgesetzt, das Ganze, und ist wirklich sehr nah an der Lebensrealität des gemeinen Modellbauers in seiner Wildbahn zu finden. So, Reifen, die kann ich mir groß schenken vom Anschauen. Ich zahle die einmal der Vollständigkeit halber in die Kamera. Der Spritzling ist zweimal vorhanden. So, und das ist der gleiche mit den gleichen, hupsi, kommt her, ihr Lümmel, mit den gleichen schönen Details, mit den Herstelleraufdrucken hier auf den Flanken, wie vorhin schon bei dem anderen Anhänger. So, und hier, deswegen haben wir auch mehr Spritzlinge, sind die Besonderheiten berücksichtigt worden von diesem Water Buffalo, von dem Wasserbüffel, und dementsprechend sind dann hier auch die Radkästen einzeln geliefert worden, beziehungsweise hier auch die Halterung für die Schläuche. Naja, halt die ganzen Anbauteile, die für diese Variante dann vonnöten sind. So, dann kommen wir zum kleinen Weißen. Genau, ist immer wieder schön eingepackt. Ich packe es auch immer wieder gerne aus. Und da haben wir den kleinen Edzellbogen, der noch ein bisschen kleiner ausfällt als vorhin bei dem Transporter. Und der beschränkt sich auch hier auf das absolut Nötigste, auf das Wesentlichste, was man da so dann gebrauchen kann. Und auch das Kettchen hier dient dann wieder dazu, dass man diese Auflaufbremse dann dementsprechend dann auch verwirklichen kann. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn, sollte ich es mal nicht wissen, ich bin hier nicht der Lustikus, der hier die Sachen vorstellt oder absichtlich was falsch erzählt, sondern es ist einfach, ich habe das auch nicht alles studiert, und für die ganzen 12.000 Sachen, die wir ja schon vorgestellt haben, das kann dann auch ein Hersteller nicht immer alles wissen. So, der Nachschiebebilderbogen, der war einen gerade ein bisschen widerspenstig. Auch hier sind die Sachen von Kartograf in Italien gedruckt worden. Die wollen wir uns natürlich hier mal genau angucken. So. Jetzt sieht es aus, als ob ich hier so am Rumzittern bin, aber das ist einfach nur, weil ich das hier so halte. So, jetzt unterstützen wir mal ein bisschen. Das sieht ja aus, als ob der Schiller hier auf Türkei ist. Das ist er natürlich nicht. So, und auch hier ist die Qualität wieder hervorragend. Das eigentliche Nachschiebedeckel ist wirklich nur mit dem Druck auf das Wesentliche beschränkt. Und das finde ich immer hervorragend. Ja, bei anderen Sachen, es geht auch anders. Zum Beispiel Paddinghouse, die machen das ganz gerne so, dass der Trägerfilm im Ganzen ist. Da muss man dann drumherum schneiden. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Und Paddinghouse soll damit auch nicht schlecht gemacht werden. Aber es gibt halt auch andere Wege, da gerade Paddinghouse auch viele Sachen anbietet, die es sonst so nicht gibt. Deswegen wollte ich euch nur mal das praktisch als andere Variante dann mal anpreist. So, was man auch nicht vergessen sollte, wir wollen uns das hier natürlich mal angucken. So sieht das hier von der Seite aus. Da auch nochmal der Hinweis mit Kartograf. Und ich drehe es mal. Hier eigentlich ein paar allgemeine Hinweise. Wer, wie, wo, was und warum. Hier nochmal die Frontansicht. Und das gleiche natürlich mit dem Wasserbüffel. So sieht das hier aus. Und dann sind die Auszüge wieder die gleichen. Ja, wie immer herzlichen Dank an die Spender, dass wir uns hier diese Anhänger hier, dass wir die vorstellen können. Hervorragende Sachen für einen, ich sag mal schmalen Euro. Da kriegt ihr auf jeden Fall für die Euros, die ihr dafür bezahlt, richtig was geboten. Früher hätte man gesagt Multimedia-Kit, sage ich jetzt frecherweise auch. Wir haben ja das die Metallteilchen an Metallkettchen, wir haben die Edge-Teile, wir haben bei dem einen 4, bei dem anderen 5 Deckel-Varianten, beziehungsweise so rum muss es ja sein, also absolut hervorragend, das eine für knapp 16, das andere für knapp 19 Euro, ganz, ganz, ganz großes Kino. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das Ganze angeguckt habt. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian, macht's gut und lebt wohl, bis dahin.